Planen tue ich das Ganze am Rechner. Ich mache mir meistens erstmal ein Bild dafür, wie ich die Strecke in der Lage führen möchte. Also wo liegen die Gleise in der Örtlichkeit? Und als nächstes schaue ich mir dann die Höhenführung an, also die Gradiente. Dazu habe ich ein sogenanntes digitales Geländemodell, also eine Abbildung der vorhandenen Geländeoberfläche im Rechner, sodass ich an jeder Stelle dann schauen kann, wie hoch meine Strecke wirklich über dem anstehenden Gelände liegt. Zukünftig wollen wir die Strecke zweigleisig nutzen können. Das heißt, wir müssen ein zweites Streckengleis bauen oder Neubauabschnitte mit zwei neuen Streckengleisen planen. Es wird eine Oberleitung geplant, sodass die Strecke zukünftig mit Elektroloks befahren werden kann. Und wir werden die Geschwindigkeit durchgängig auf 160 km/h erhöhen. Wir haben einen Mindestradius, den wir einhalten müssen. Der liegt bei über 1000 Metern. Also enger können wir unsere Kurven nicht bauen. Wir haben Vorgaben, wie wir im Gefälle arbeiten können. Also wie steil kann ich einen Hügel runterfahren? Da liege ich bei 12,5 Promille Längsneigung. Das heißt, die Eisenbahn schafft tatsächlich nur 1,25 Meter Höhenunterschied auf 100 Meter Streckenlänge. Und wir haben Kollegen, die plant die Bahnübergänge. Wir haben Kollegen, die kümmern sich um die konstruktiven Bauwerke, das heißt über die Brücken und Stützwände und dergleichen. Wir haben Kollegen, die beschäftigen sich nur mit dem Erdbau. Und letztlich haben wir noch Umweltplaner, die Auswirkungen auf die Schutzgüter bewerten. Dieser direkte Bürgerkontakt, der ist wirklich interessant. Man erfährt so von den Betroffenen teilweise auch Sachen, die man aus dem Planwerk und in der Örtlichkeit vielleicht nicht direkt erkennt. Wir haben zum Beispiel von Landwirten erfahren, die gesagt haben, Mensch, den Wirtschaftsweg, den ihr da geplant habt, das ist so nicht gut. Ich bewirtschafte meine Flächen ganz anders, als ihr das angenommen habt. Könnt ihr das nicht mal umplanen? Das sind auch Informationen für uns, die unheimlich wertvoll sind, sodass wir unsere Planung da noch optimieren können. Spaß an meiner Arbeit oder an diesem Projekt ist einfach, dass bei 80 Kilometer Strecke tatsächlich jeder Meter was anderes passiert. Es ist kein Streckenabschnitt wie der andere. Es passiert immer was Neues, wird einem nicht langweilig. Es sind immer neue Herausforderungen.